nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute lüfte ich wieder ein Geheimnis, warum ich eigentlich so fit bin und warum es mir so gut geht. Und dass ich Ihnen das nicht alleine erzählen muss, habe ich drei Menschen zu mir ins Studio gebeten, die Ihnen dazu einiges berichten können. Herzlich willkommen, Harry Meyer, der Mann, der das Produkt im Prinzip in der ganzen Welt mit forciert. Und dann habe ich noch zwei nette Damen bei mir, einmal die Karuna und einmal die Thülay. Ganz genau. So, ihr beide seid die, die das anwenden. Wie lange du? Seit 5 Monaten jetzt. Seit 5 Monaten und du? Seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren. Jetzt wollen wir den Schleier lüften. Um was für ein Produkt geht es, Harry? Es geht um Produkt, wie immer. Es ist einfach eine ideale, sehr einfach einzunehmende Nahrungsergänzung, die mich so begeistert hat, weil ich als Profi-Radsportler nehme jetzt seit 38 Jahren jeden Tag, ohne einen Tag Ausnahme, Nährstoffversorgung. Habe oft bis zu 15 Produkte pro Tag genommen und habe gewusst, ich würde auch 20 nehmen, wenn mir einer den Sinn erklärt. Ich sage immer, ich bin es mir wert, aber ich habe gewusst, das ist nicht duplizierbar. Und ich habe immer weltweit gesucht, warum ist nicht eine Firma so weit, alle Produkte, die in der Nahrung nicht mehr optimal abgedeckt werden kann, in ein einziges Produkt zu konzentrieren. Und das hat Wimmer in hervorragender Art und Weise erfüllt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Man kommt ja nicht auf die Welt und wird der überzeugte Vertreter eines tollen Produktes, sondern es gab ja irgendein Kickerlebnis wahrscheinlich. Naja, das Kickerlebnis ist das, im Profisport, wie ich 25 Jahre alt war, war ich 5. der Profi-Radweltmeisterschaft, das heißt zu diesem Zeitpunkt 5. bester Radprofi der Welt. Und man hat eigentlich keine Lebensqualität, wenn man in irgendeiner Disziplin einer der Besten der Welt ist und das auch bleiben will, weil man muss auf alles verzichten, sonst ist man nicht lange an der Spitze. Absolut. Habe ich gesagt, in 10, 15 Jahre später werde ich den Sport nicht mehr so extrem betreiben. Was ist dann wichtig? Meine Gesundheit, meine Vitalität oder das Geld, das auf mein Konto ist. Und damals habe ich mich Gott sei Dank für die Gesundheit entschieden, weil Geld kann kommen und gehen, egal wie viel man heißt. Aber ich sage, das macht nichts, wenn es geht. Machen wir Neues, wenn wir gesund sind, wenn wir intelligent sind. Haben wir einmal die Gesundheit verloren, kann ich sie mir mit keinem Geld der Welt kaufen. Mir war damals bewusst, dass Profi-Ausdauersportler eine wesentlich kürzere Durchschnittslebenserwartung haben als normale Menschen. Viele meiner Kollegen, die mit mir vor 30 Jahren Rennen gefahren sind, leben jetzt nicht mehr. Laurent Fignon zum Beispiel hat 2-mal die Tour de France gewonnen. Da könnt ihr jetzt sofort 50 aufzählen. Ich habe damals nachgedacht, womit hängt das zusammen? Und für mich war damals schon klar, die Gesamtvitalität unseres Körpers hängt immer nur mit den täglich gebildeten Zellen zusammen, das sind über 300 Millionen, und in welchem Zustand die gebildet werden. Weil vor 100 Jahren wurde im Labor bewiesen, dass der einzige Unterschied zwischen Alterungsprozess und Verfall der Zellen und kompletten Gleichbleiben der Zellen nur die Menge der Stoffe sind, die täglich fehlen. Das wurde von Dr. Alexis Carrel, der später auch einen Medizin-Nobelpreis erhalten hat, mit einer ganz speziellen Hühnerherzstudie im Labor bewiesen. Und ich habe damals gesagt, ein Profi-Ausdauersportler verbraucht am Tag 6.000 bis 9.000 Kalorien im Training und Wettkampf. Im normalen Leben 2.000 bis 2.500, also das 3- bis 4-fache. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin ein Mensch, der sucht immer nach Lösungen und beschäftige mich überhaupt nicht mit Problemen. Ich habe gesagt, okay, ich kann nicht ändern, dass ich 6.000 bis 9.000 Kalorien verbrauche, dann müsste ich aufhören mit dem Sport. Habe ich mir gedacht, die Entscheidung ist nicht, wie viel ich jeden Tag verbrauche, sondern nur, wie groß ist das Minus in der Nacht, wenn ich schlafen gehe. Absolut. Wenn ich ein Beispiel bringe, eine Person, die normal lebt, vielleicht noch in den ersten Stock mit dem Aufzug fährt, ca. 2.000 Kalorien verbraucht und sich einen Nährstoffgehalt von 1.500 zufügt. Da meine ich jetzt nicht die Kalorien, sondern Gesamtstoffe hat sie, sagen wir, eine Zahl minus 500. Ich wäre heute eine Tour de France Bergetappe gefahren und hätte heute 9.000 Kalorien in Leistung umgesetzt, hätte mir aber aufgrund meines Wissens einen Nährstoffgehalt 8.750 zugeführt. Das heißt minus 250. Fakt wäre, obwohl die andere Person um
Also ich hätte um das Vierfache mehr geleistet. Trotzdem wäre die andere Person um das Doppelte älter geworden wie ich an diesem Tag. Minus das 500 ist ja das, ja. zu minus 250. Exakt. Und da habe ich mir damals gedacht, dieses Minus mein ganzes Leben hindurch hat einen entscheidenden Einfluss auf mein Endablaufdatum, auf mein Wohlfühlen, auf meine Vitalität. Und man muss da zwei Sachen, sage ich immer, dazufügen. Erstens, die Frage ist ja, wie man stirbt. Sterben müssen wir alle. Ganz genau. Und ich sage immer den alten Spruch, ein Indianer stirbt gesund. Weil, wie gesagt, unseren Tod können wir nicht wegschieben. Genau. Egal, wie wir, und ja. wie wir leben. Aber die Frage ist, bin ich bis ins hohe Alter fit und kann selbst agieren? Oder liege ich schon 15 Jahre vor meinem Datum des Abschiednehmens dann irgendwo in einer Pflegestation? Genau. Das ist entscheidend. Für mich persönlich auch. Es geht nicht ungefähr darum, dass wir Rekorde brechen im Altwerden, sondern dass wir die Zeit, wo wir hier sind, Lebensqualität haben, Lebensfreude haben und Leistung bringen können. Oft gehe ich mit Jugendlichen 20, 25 Jahre ein bisschen zügig 5, 6 Stockwerke hoch und nach 3, 4 Stockwerke beginnen sie zu schnaufen und halten sich am Geländer fest. Aber die glauben, das gehört so, weil der andere Freund hat schon einen Stock früher geschnauft. Ja, der war ja auch 2 Jahre jünger. Genau. Ich bin der Meinung, als 50-Jähriger, ich bin jetzt 53, solltest du immer noch 20 Stockwerke zügig raufgehen, ohne dich anzustrengen. Alles andere ist ein Kompromiss mit der eigenen Schwäche. Absolut gut formuliert. Und das ist auch was, was wir auch vielleicht noch mal ein bisschen erklären, dieses Thema der Zellen. Der Mensch denkt ja immer von dem, was er so hört aus Internet oder anderen Medien, die Zellen erneuern sich. Das heißt, die erste Zelle wird genommen und die erneuert sich. Und das ist genau die Fehlannahme. Die Zellerneuerung funktioniert wie die Kopie von der Kopie. Das heißt, du legst das Originalblatt erst einmal auf den Kopierer, machst eine Kopie und tust das Original weg und nimmst die Kopie und legst sie wieder auf den Kopierer. Genau. Und jetzt wird es nämlich auch begreiflich, was du gesagt hast. Wenn ich dann so ein Minus habe in meiner Versorgung, hat die Zelle ja ein Manko. Und die Zelle wird mit dem Manko erneuert. Wenn du jetzt aber irgendwann in deinem Leben sagst, Cut, jetzt fange ich an, mich aufzubauen, verbesserst du den Zustand deiner Zelle wieder und dann wird die Zelle kopiert. Also man kann sich aus dem Tal der Sünden, sage ich, wieder rausarbeiten. Aber es ist natürlich besser, man macht so wie du, fängt es frühzeitig an. Und wie gesagt, also Kompliment, 52 hast du gesagt? 53. 53 habe ich 5 Jahre Vorsprung. Aber schauen Sie, liebe Zuschauer, so sehen fitte 50 aus. Und es ist genauso. Nee, du, man sieht es dir nicht an. Wenn man heute das vergleicht mit anderen, ich hatte 50-Jährige schon im Gespräch gehabt, die waren 3-mal so schwer wie du, weiße Haare, fast keine mehr auf dem Kopf und eigentlich körperlich runter. Ja. Und das ist natürlich das Ernährungsthema. Da hast du eben noch was gesagt, was mich interessiert hat. Nährstoffversorgung. Die Problematik, die ja immer mehr auch in den Medien hochkommt, heißt, dass unsere normale Ernährung, also selbst wenn wir uns gesund ernähren, haben wir nicht mehr die Anteile an Mineralstoffen und Spurenelementen in unserer Nahrung, dass unser Körper eigentlich ausreichend versorgt wird. Kann da dieses Wimmer, kann das da diesen Ersatz bieten, dass ich sagen kann, mit dem habe ich genügend Stoffe im Körper, um meinen Körper optimal zu versorgen? Ja, ich persönlich nehme dieses Produkt jetzt seit 8 Jahren jeden Tag ohne einen Tag Ausnahme und habe wirklich noch eine gewaltige Verbesserung erlebt. Und was für mich das Entscheidende war und was sicher für die meisten Leute wichtig ist, es ist die Nährstoffversorgung einfach und enorm billig geworden. Brauchen tun wir sie, darüber möchte ich nicht einmal diskutieren, weil meine Arbeit jetzt seit über 30 Jahren mit Nährstoffen, ich arbeite mit hunderten Ärzten weltweit zusammen, die sich nur auf dieses Thema spezialisiert haben, da gibt es kompromisslos keine Diskussion. In der Nahrung fehlen Stoffe, und zwar gewaltig. Und jeder, der was anderes behauptet, das ist eine Tragik für mich, weil ich habe einfach Menschen begleitet, ein Freund von mir hat einen Biobauernhof in Südtirol, in seiner Küche ist kein Nahrungsmittel, was nicht höchster Qualität ist, was bewundernswert ist, und vor einigen Jahren komme ich zu ihm und sage, Josef, du brauchst das, hat er gesagt, ja, ich esse ja so gesund, sage, Josef, gehst du bitte rein und holst einen Spiegel? Hat er gesagt, warum? Habe ich gesagt, Josef, schau, du bist 5 Jahre jünger wie ich und siehst 5 Jahre älter aus, Mangel an Nährstoffgruppen. Er hat es dann kurz genommen, war sofort begeistert davon, hat auch gespürt, wie es ihm besser geht, hat aber in einer Form von Arroganz und nicht ganz verstehen, weil die Gehirnzellen brauchen die meisten Nährstoffe, wieder gestoppt. Und vor kurzer Zeit ruft er mich an und sagt, Harry, bitte, meine Frau hat eine Untersuchung im Krankenhaus gehabt, hochgradiger Mangel, obwohl wir uns so gesund ernähren. Von jetzt weg, wenige Monate, nachdem er es wieder genommen hat, war dieser Mangel nicht mehr sichtbar. Und für ihn ist jetzt ohne Diskussion, auch mit hochwertigster Nahrung, hast du Mangel. Die hochwertige Nahrung ist notwendig.
Das sage ich auch. Also eine gute Nahrungsergänzung ersetzt keine qualitativ hochwertige Nahrung. Absolut. Das muss klar gesagt werden. Aber trotzdem fehlen Nährstoffe. Von den 60 lebensnotwendigen Mineralien, die 95% aller Prozesse im Körper steuern, sind in unseren Böden nur mal ein kleiner Teil enthalten. Es wird abgestuft so um die 20. In Amerika wurde sogar eine Studie gemacht, was der Durchschnittsamerikaner über die tägliche Nahrung an Mineralien in zellgängiger Form abdeckt. Das Ergebnis war schockierend, 3 bis 9. Ich habe keine Studie von Europa, wir werden besser sein, weil wir haben noch bessere Böden. Und ich glaube auch sagen zu können, dass wir eine wesentlich bessere Esskultur haben wie der Durchschnittsamerikaner. Also wir haben schon ein Plus. Wir sind noch nicht so sehr im Fastfood. Ich habe mit österreichischen Profisportlern analysiert, die sich sehr gesund ernähren und sogar 3 bis 6 Nahrungsergänzungen in der Regel täglich nehmen. Keiner kam auf über 25 Mineralien. Das heißt, sie nützen beinahe 2/3 ihrer biologischen Möglichkeiten nicht, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Und dann nach wenigen Wochen und Monaten alle Mineralien täglich in zellgängiger Form gegeben, waren alle Werte dieser Sportler verbessert. Ammoniakwert im Blut war verbessert, der etwas aussagt über die intrazelluläre Energie, Eiweißstoffwechsel in der Zelle. Die Sauerstoffaufnahme war wesentlich verbessert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Sauerstoffaufnahme verbessert sind, sind fast alle Funktionen im Körper besser. Ich hatte vor 6 Jahren einen Arzt in Chile bei einer Bergtour, die Forschungen gemacht haben, auf knapp 7000 Meter. Ein Freund von mir war dort dabei. Und die haben Bluttests gemacht bis auf den Gipfel. Und er hatte am Gipfel oben 90% Sauerstoffsättigung im Blut. Und die Sherpas hatten 85 bis 90, die Top-Berggeher hatten 80 bis 85 und dann ging es steil bergab bis unter 50. Mein Freund war der älteste der Gruppe, war noch nie auf einem hohen Berg und war vollkommen untrainiert. Und der Arzt hat gesagt, wie gibt es das? Du hast eine Sauerstoffsättigung, was die meisten Leute auf 500 Meter haben und das auf 7000. Hat er gesagt, vielleicht ist es, weil ich seit einem Jahr keinen Mangel mehr an Spurenelemente habe. Hat der Arzt gesagt, das ist vollkommen unmöglich. Aber ich bin zur Forschung hier, deswegen will ich das testen. Er hatte 6 Monate jeden Tag genommen und ist noch einmal rauf auf 7000 Meter und hatte dann 90% Sauerstoffsättigung im Blut. Von dort weg hat er gesagt, jeder Mensch auf der Welt sollte das trinken, wie Dr. John Edwards, einer der besten Ärzte in der Mangosan-Forschung, was auch in unserem Produkt sehr gut vorkam, hat gesagt, eine hochwertige Nährstoffversorgung sollte keine Empfehlung mehr, sondern eine Verpflichtung sein. Und immer mehr Ärzte gehen jetzt in diese Richtung und können dann Menschen helfen, was unsere Aufgabe ist, nicht Krankheiten zu bekämpfen, sondern Gesundheit zu erhalten. Die Gesundheit zu erhalten, sage ich auch immer, da geht's hin. Jetzt gehe ich vielleicht mal auf die Dame rechts neben dir, auf die Carona. Carona, du hast ja auch eine Weile, und deswegen habe ich dich ja gebeten, 2 Menschen mitzubringen, die das Produkt nutzen. Wie lange nutzt du, Wemma? 1,5 Jahre lang. 1,5 Jahre lang. Darf ich fragen, wie alt du bist? Gleiche. Frauen fragt man immer nicht, aber ja, wir machen das hier. Ich werde noch 58 Ende Jahr. Ah, schön. Das sind wir ja, wie gesagt. Gleiches Herstellungsdatum. Genau, im gleichen Herstellungsdatum. Was hast du für Erfahrungen gemacht oder was war für dich der Anlass, Wemma zu nehmen? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist erstmal bessere Verdauung. Dann habe ich gespürt, wie es meinen Körper reinigt. Und ich wusste, das kann nur gut kommen, wenn der Körper gereinigt ist, kann er auch besser aufnehmen. Ich habe auch verstanden, der Unterschied zwischen anorganischen und organischen Mineralien, der ist riesig. Und nach 5 Wochen Wemma-Aufnahme habe ich gemerkt, dass mein Haarausfall aufgehört hat. Ich habe 33 Jahre nach der Geburt meiner Söhne, konnte ich so durch die Haare fahren, hatte eine Handvoll Haare in der Hand. Und jetzt ist es nur noch ein normaler, einfach ganz normaler Haarwechsel. Haare halt im Aber meine Haare sind wirklich viel, viel kräftiger geworden wieder. Und ich brauche nur noch halb so viel zu putzen. Wie war vorher dein körperlicher Zustand, bevor du mit Wemma in Kontakt kamst? Vorher hatte ich einfach sehr wenig Blut. Ich brauchte 5 Blutkonserven hintereinander, dass ich wieder auf die Beine gekommen bin. Und das ist auf ein knappes Minimum gekommen, also knapp unter Minimum. Und heute spüre ich, dass sich das sehr, sehr, sehr verbessert hat. Ich hatte immer blasse Lippen und das habe ich heute nicht mehr. Nee. Ich hatte eine blasse Hautfarbe. Schon ein bisschen braun von der Sonne, aber sonst ein bisschen blass. Und wenn ich aufgestanden bin, wurde mir schwindelig und das ist weg.
Also alle diese Dinge, so ein bisschen Kreislauf aus der Waage, genau. Dann Nährstoffmangel, ich glaube Haarausfall ist klassischer Nährstoffmangel. Ja, ne? Die weißen Haare und der Ausfall ist beides Nährstoffmangel. Und das hat sich ja gut, weil heute, also fülliges Haar. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass schon ein paar dunkle Haare mehr sind, aber da warte ich jetzt noch, um das wirklich festzustellen. Auch das ist ja so ein Zeichen, je besser die Nährstoffversorgung ist, kommt auch wieder die Farbpigmentierung der Haare. Das lernen viele Menschen kennen, ja, wenn sie plötzlich sich besser ernähren. Sowieso, logisch. Du hattest noch ein Erlebnis, wo du mal im Ausland warst, wo du, wenn man zu einem ganz anderen Einsatz kam. Ja, das war ein persönliches Testverfahren. Ich war bei Nachbarn, die hatten einen scharfen Dobermann und der hat mich in die Hand gebissen. Und es gab eine tiefe Wunde. Es ging etwa eine Stunde, bis ich dann wieder zu Hause war. Unterdessen war der Arm bis halber Oberarm dick geschwollen. Und ich habe gesagt, das wird nicht desinfiziert, keine Starrkrampfimpfung. Da kommt nur Wemmer drauf. Ich habe 2 Portionen Wemmer getrunken und habe das fleißig immer mit Wemmer eingeschmiert. Mhm. Nach 3 Tagen war das wirklich fest schon zugeheilt. Und heute, man sieht keine Narbe, nichts. Ist mir aufgefallen. Alles, ist man alles sieht weg. Keine Narbe und nichts. Es ist nichts mehr da. Und unser Freund, der Arzt ist, leitender Arzt vom Centro de Salud in Palenque, der hat nur blöd geschaut, wie schnell das zuging. Ohne Desinfektion. Weil wobei man da natürlich ganz klar sagen muss, jeder Mensch ist ein Einzelfall, liebe Zuschauer. Und das heißt nicht, dass wenn man ein Wundheilmittel ist. Es hat nur durch die tollen Möglichkeiten, die die Stoffe an sich bieten, über ihre Wirkung im Bereich der Antioxidantien, in dem Fall gewirkt. Das heißt, wir wollen hier keine Wundbehandlungsempfehlung geben, sondern einen Einzelfall schildern. So ist es zu betrachten. Aber fantastisch. Wo ist die Basis? Wieso ist das so passiert? Prinzipiell möchte ich auch dazu sagen, ähnlich wie du das jetzt gesagt hast, prinzipiell einmal immer ganz normale Wundbehandlung. Also das empfehle ich jedem. Wie die Medizin also Wunde, sie wie die Medizin macht, ins Optimalste desinfizieren und reinigen. Weil ich arbeite jetzt auch wirklich mit vielen auch plastischen Chirurgen zusammen, die das immer sehr wohl verwenden nach den Operationen, um die Narbenbildung zu reduzieren. Aber ich bleibe beim ganz normalen medizinischen Behandlungsbereich. Der Vorteil wirkt der. Die Hauptwirkung des Produktes ist, dass alle Mineralien in sogenannter ionisch-kolloider Form sind. Das heißt, sie sind 7.000 bis 10.000 Mal kleiner wie eine rote Blutzelle. Eine normale Nährstoffversorgung, wie sagen wir 99% aller am Markt befindlichen Mineralienpräparate, haben sogenannte anorganische Mineralien und keine organischen. Und die sind 5.000 bis 10.000 Mal größer wie rote Blutzelle, auch in gelöster Form in Wasser, können daher nicht in die Zelle rein. Die Ionen sind in der Lage, in Kombination mit den Xanthonen der Mangostanfrucht, die Antioxidantien, wirklich antibakteriell zu wirken. Und die Mineralien sind so feinstofflich, dass sie von außen direkt in die Zelle reingehen und dann vor Ort die Neubildung der Zelle, die gesamte Vitalität, der Körper ist ein permanentes Neuaufbauen. Am schnellsten sieht man die Neubildung natürlich bei einer Wunde. Wenn ich jetzt das über meinen Verdauungstrakt, den längeren Weg über das Blut, neu aufbaue, die Zellen, oder direkt vor Ort neu aufbaue, habe ich natürlich einen, sagen wir, sichtbaren Effekt. Und da sehe ich immer, da wird es, das, was passiert, sichtbar. Wir nehmen es auch im Tierbereich bei Wundversorgung. Ich habe einige 100 Tierärzte, die würden nie mehr auf dieses Produkt verzichten, weil sie einfach gesehen haben, wie die Tiere drauf wirken. Wir haben sogar Tiere gehabt, die Wunden gehabt haben, die wollten das nicht einnehmen, die haben es auf die Wunde gegeben, die Tiere haben es runtergeschleckt und die hatten die doppelte Wirkung. Da ist sofort die Effekte da. Und da ist wieder ein interessanter Aspekt, was wir zum Beispiel in der Veterinärmedizin, wo wir sehr stark arbeiten, ich habe bei Tieren 100% Erfolg. Nicht 99, 100. Mhm. Bei Menschen nicht. Und das hat einen klaren Grund. Tiere sind neutral im Denken. Der Mensch ist das einzige Wesen auf der Welt, was in der Lage ist, durch sein Denken etwas noch mehr zu verstärken. Wir nennen das Placebo. Das ist etwas Gutes, weil ich soll alles verstärken, was ich genau. tue. Positiv. Mhm. Auch der beste Wein soll noch besser sein genau. und mir gut tun. Ja. Sein Denken. Aber der Mensch ist auch in der Lage, etwas schlecht zu denken. Das kann der Mensch. Und jetzt gibt es, ne, glaube ich nicht, kann nicht so sein. Und er beginnt, die wertvolle Wirkung zu reduzieren. Der Hund und das Rindviech kann das nicht. Ja. Die sind immer neutral, deswegen habe ich immer Wirkung. Weil die genau. Biochemie der Zelle wirkt immer gleich. Und sogar noch, ich weiß nicht, fast bei 90% bei Pflanzen gleich. Tier und dann Mensch.
Genau, wir sind die, die mit unserem freien Willen oftmals die großen Zweifler sind. Und wir Zweifel sind die heißt die keine großen Entscheidung. Zweifel. Und dann sage ich, dann warte lieber noch ein bisschen. Aber es wäre klug, wenn du doch beginnst mit den Nährstoffen, weil die meisten Nährstoffe benötigt das Gehirn. Wir wissen, dass wir unter Stress schneller erschöpft sind wie bei sportlicher Leistung oder Anstrengung, weil das Gehirn die meisten Nährstoffe braucht, habe ich gesagt. Weil wenn du längere Zeit deine Gehirnzellen mit den notwendigen Nährstoffen versorgst, funktioniert auch deine Erfassungsgabe wieder besser. Du kannst Dinge leichter verstehen. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum wir mit dem Produkt so stark in die Jugend gehen. Durch Mangel in der Nahrung können die meisten Kinder nur mehr 20-25% ihres Gehirns voll nützen. Dann kommen sie mit dem Leben in eine Überforderung. Es entsteht Angst und Stress und daraus kommt wieder oft Aggressivität oder Lethargie. Wenn die Mutter mit so einem Kind zum Arzt geht, wird es eingestuft, hyperaktiv und so weiter und wird oft mit Medikamenten behandelt. In den meisten Fällen Ritalin. Aber Ritalin ist eine hochgefährliche Substanz. Ritalin ist in der Drogenskala auf derselben Stufe wie Heroin und Kokain. Und das darf Kindern ab dem 4. Lebensjahr in der Schweiz, natürlich auch in Österreich und Deutschland, täglich gegeben werden. Und vor kurzem war eine Fernsehsendung in Deutschland von einer Schule, wo nur Ritalin-Kinder sind. Und der Arzt hat gesagt, wenn die Kinder längere Zeit Ritalin bekommen, benötigen sie ihr ganzes Leben Psychopharmaka. Solche Schäden entstehen im Gehirn nur aus diesem Medikament. Und es ist eine Katastrophe, weil wir wissen, dass 20% aller schulpflichtigen Kinder in der Schweiz bereits regelmäßig Ritalin nehmen und die Eltern teilweise unter Druck gesetzt werden, wenn sie es nicht machen. Wir haben jetzt hunderte Kinder, wo die Eltern sich entschieden haben, die Nährstoffe zu geben und nach Monaten in Zusammenarbeit mit dem Arzt konnte dann das Ritalin komplett abgesetzt werden. Die Lernleistungen haben sich verbessert, weil die Gehirnzellen wieder funktioniert haben. Der Körper hat das, was er braucht. Die Kinder haben eine Zukunft. Das ist auch der Grund, warum wir zum WURF gekommen sind bei WIMA. Das normale WIMA ist eine Nährstoffversorgung. So zusammengestellt, dass es gut schmeckt und alles abdeckt. Aber wenn ich zu einem 15-Jährigen gehe und sage, nimm Vitamine, Mineralien, sage er, schau selbst, dass du gesund bleibst. In deinem Alter, in seiner jugendlichen Vitalität braucht er es nicht. Sage ich zu einem 15-Jährigen, ich habe einen coolen Energietrink, sage er, lass mich kosten. Wenn er einen schmeckt, trinkt er. Ist das Gleiche drinnen. Nur zusätzlich Koffein von Guarana, Taurin, osmotisiertes, kohlensäurehaltiges Wasser, dass es als Energietrink deklariert werden darf und von dieser Gruppe auch akzeptiert wird. Es hat in Wirklichkeit mit einem Energietrink fast gar nichts zu tun. Es ist eine Energiebombe. Ich habe den Gegenwert von mehr als 20 Kilo Obst, Gemüse, Käse, Eier. Das heißt, du gibst über die Schiene, diese ganzen Energy-Drinks sind ja sehr populär. Genau, gibt's ja eine österreichische große Marke. Ein guter Erfrischungstrink, der dir gut tut. Und der sagt, oh, das schmeckt gut. Er trinkt es, er fühlt sich wohl. Meine Kinder haben gesagt, die sind jetzt 10 und 11 Jahre, Lukas und Marie, der Lukas hat gesagt, Papa, im ersten Halbjahr hat uns die Mama kein Würfel in die Schule mitgegeben, im zweiten Halbjahr schon. Die Noten sind viel besser. Wir haben lauter Eins, habe ich gesagt, das kann nicht vom Papa sein. Ja, aber das ist ja genau das. Und uns geht es ja darum, den Zuschauern immer wieder zu sagen, welche Alternativen es gibt. Wir brauchen Lösungen. Genau. Und ich brauche Lösungen, die dem Anwender einfach sind. Es genügt nicht, wenn ich mich 38 Jahre mit Nährstoffe beschäftige. Ich bin bereit, alles zu nehmen, auch egal wie es schmeckt, wenn ich weiß, dass es mir gut tut. Aber das haben die meisten noch nicht, den Level. Da brauchen sie viel, viel Wissen und Erfahrung. Und es gibt ja auch viel Desinformation. Genau. Wir haben uns unterhalten vor der Sendung über das Thema Veröffentlichung eines Artikels in einer deutschen Boulevardzeitung, wo das Thema Nahrungsergänzung platt gemacht wird. Du hast mir erzählt, du hast dir die Produkte angeschaut, die dort im Prinzip negativ bewertet wurden und du musst denen recht geben, weil es Produkte sind, die manchmal einfach Hokuspokus sind und den Menschen einfach aus Grund des Geldmachens verkauft werden. Genau, da waren Produkte dabei, synthetische Vitamine, anorganische Mineralien. Nehmen wir noch einmal, was wir vorher angeschnitten haben, wenn Mineralien 5 bis 10.000 Mal größer als eine Blutzelle sind, wie sollen die in die Zelle hinein? Ich sage immer zum Spaß, damit kannst du Zellen erschlagen, aber nicht füttern. Ja. Die können nicht rein. Das ist komplett nicht möglich. Da wird nur ein ganz kleiner Teil aufgenommen und dann passieren Dinge wie bei, ich habe vor einem halben Jahr eine Frau bei mir gehabt, die hatte vor 2 Jahren Probleme mit Osteoporose. Dann wurde ihr hochdosiert Calciumpräparate gegeben, anorganisches Calcium und jetzt 2 Jahre später hat sie eine Herzoperation. Wegen Arterienverkalkung. Oh, nee. Die Osteoporose hat sich leicht verbessert, nur minimal. Und die Herz,
Herzkreisgefäße sind total belastet, weil sich diese anorganischen Mineralien, weil sie grobstofflich sind, eben viel zu groß, dass sie in die Zelle können, auch teilweise ablagern können und den Organismus belasten. Und dann käme die Frage, gerade ältere Menschen haben ja immer mehr Probleme mit dem Trinken. Genau. Es ist ja ein großes, großes Problem, dass viele dehydrieren. Das heißt natürlich, egal was ich nehme, entscheidend ist, dass mein Körper mindestens über 1,5 Liter reines, klares, gutes Wasser verfügt. Denn dann kann er transportieren. Würden Sie nichts trinken außer Wärme, liebe Zuschauer, würde Ihnen das auch nichts nützen. Denn der Transport im Körper wird ausschließlich von Wasser übernommen. Also achten Sie immer darauf, dass Ihr Wasserhaushalt stimmt und dann die beste Qualität an Nahrungsergänzung. Das bringt Sie dahin. Und Sie haben gehört, was der Herr Meier gesagt hat. Er hat ebenfalls gesagt, eine gute Ernährung ist durch nichts zu ersetzen. Also die drei Komponenten, gut sich zu ernähren, ausreichend Wasser und die beste Nahrungsergänzung, das ist die Zielsetzung und mein Geheimrezept. Es ist so. Wollen wir nochmal, bevor wir in die Pause gehen, vielleicht kommen, was ist in dem Zaubersaft Wemma? Ich nehme das hier mal in die Hand. So sieht es aus. Wie lange reicht die Flasche bei der Empfehlung? Die Flasche reicht, also es ist eine Monatspackung, sind zwei solche Flaschen. Eine Flasche ist für 15 Tage. Sie muss nach dem Öffnen, weil es ein Naturprodukt ist, natürlich in den Kühlschrank gestellt werden. Da ist ein Messbecher dabei mit knapp 60 Milliliter, die Tagesration. Was ist drin? Drinnen sind Vitamine, essentielle Mineralien, Mangostan und Aloe. Der Hauptbereich ist, ich werde oft gefragt, wie kann diese Firma garantieren, dass diese 60 Mineralien enthalten sind, wenn sie definitiv in den Böden nicht mehr vorkommen? Das ist eine berechtigte Frage. Obwohl diese Firma nur Früchte aus organisch-biologischem Landbau verarbeitet oder wildwachsende Mangostanfrucht, geht auch dort der Mineraliengehalt jährlich zurück. Das ist Fakt. Deswegen greifen Sie auf einen 72 Millionen Jahre alten pflanzlichen Kompost zurück. Damals hatte in einigen Regionen der Erde der Boden noch über 85 Mineralien. Der Urwald, der darauf gewachsen ist, hat diese Mineralien durch einen hochbiochemischen Prozess, Photosynthese und so weiter, in ionisch-kolloide verwandelt, in organische Mineralien. Dieser Urwald verkompostiert Millionen von Jahren von Vulkanasche geschützt, darunter. Daraus extrahieren Sie die Mineralien und können garantieren, dass in jedem Tropfen das Gleiche drinnen ist. Warum in jedem Tropfen? Weil Ionen sich immer selbst mischen. Das heißt, es wird nichts synthetisch hergestellt. Das ist ja heute der große Gag. Ich habe vor kurzem wieder gehört, dass einer der weltgrößten Süßgetränkehersteller mit Stevia wirbt. Aber Stevia ist nicht im natürlichen Zustand drin, sondern man hat es analysiert und stellt es jetzt synthetisch her und fügt es bei, wirbt aber mit dem Namen. Also das, was jeder will, wird nicht gemacht, sondern es wird gleichzeitig wieder künstlich. Künstlich hergestellte Zusatzstoffe? Wir haben Ascorbinsäure drinnen, weil wir das Vitamin C benötigen und auch weil wir es für die Haltbarkeit des Produktes brauchen. Also wir nützen die Wissenschaft sehr wohl, um diese hochwertigen natürlichen Ressourcen in optimaler Qualität auch erhalten zu können. Weil es nützt nichts, wenn wir nur Natur drin haben, aber wenn die Flasche 3 Tage offen ist, ist keine Wirkung mehr. Also wir wollen, wenn der Kunde trinkt, das Resultat in seiner Zelle haben. Was kann man Besseres sagen zu einem Statement von einem Produkt, dass das, was im Getränk enthalten ist, auch in Ihrem Körper letztendlich die Aufgaben verrichtet, die es grundsätzlich als Aufgabe hat? Da nehmen Sie sich ein Beispiel. Wir sind gleich nach der Werbepause wieder da und erzählen Ihnen noch mehr über die tollen Produkte. Wasser. Reines, frisches, lebendiges Wasser. 5 artesische Quellen, in denen das reife Wasser aus eigener Kraft an die Oberfläche der Erde tritt. St. Leonards Quell, unser Lebenselixier. Probieren Sie es. Quelle St. Leonards, Lichtquell, Sonnenquell, Mondquell zum Wohlfühlen. Nach der kurzen Werbeunterbrechung unser Thema heute Nahrungsergänzung, im Speziellen ein Produkt, was Wemma heißt. Und Wemma ist ein Produkt, wo die reine Natur drin gebunden ist und zwar nicht in grünen Blättern, nein, sondern in den erforderlichen Mineralstoffen und Spurenelementen. Was genau drin ist, fragen wir jetzt nochmal Harry Meier. Also ich habe jetzt vorher aufgehört mit den Mineralien, diese prähistorischen Pflanzenressourcen. Dass man das ein bisschen versteht, was 72 Millionen Jahre wirklich sind. Vor 65 Millionen Jahren ist dieser Komet in die Erde eingeschlagen und hat damals alles Leben, was größer als 25 Kilo ist,
komplett vernichtet von der Erde. Das war das Aussterben der Dinosaurier. Und diese Mineralien sind praktisch 7 Millionen Jahre älter. Nur, dass man einmal einen Zeitbegriff hat, was da wirklich dahinter steckt. Das ist in ihrer Urform quasi, ne? Das ist in der absoluten Urform, aber in organischer Form, weil sie ja von diesem Urwald, sagen wir, ich sage immer für uns, einmal vorverdaut wurde. Gell? Genau. Und das komplett geschützt, luftdicht unter Vulkanasche. Daraus werden diese Ressourcen gewonnen und dann so verarbeitet, dass sie für den menschlichen Körper zellgängig sind. Wie viele Mineralien enthält jetzt Werner? Wir haben mehr als 65 Mineralien in ionisch-kolloider Form drinnen. Spurenelemente? Spurenelemente, Ultraspurenelemente, aber in so feinstofflicher Form, dass sie praktisch den Körper nie belasten können. Das ist das Entscheidende. Mhm. Und es wurden in Amerika Tests gemacht mit mehr als 1 Liter, also 58 Milliliter ist die empfohlene Tagesdosis. Also mehr als 1 Liter pro Tag über mehrere Monate Untersuchungen. Es hat nie eine Nebenwirkung gegeben. Weil das ist unsere Grundprämisse, egal bei welcher Anwendung, auch wenn ein Kind ein komplett falsches Anwendung macht, es darf keine Nebenwirkungen geben. Und das ist der Vorteil der Natur. Die Natur agiert fehlerfrei. Absolut. Nimmst du ein synthetisches Vitamin oder ein anorganisches Mineral und du dosierst es zu hoch, dann kann das im Körper auch Schäden verursachen. Ja. Da auch die Aussagen, die sehr wohlberechtigt sind, Vitamine und Mineralien sind auch gefährlich. Mhm. Aber da ist diese Gruppe gemeint, nicht die Natur. Vor allen Dingen das alles, was synthetisch hergestellt ist. Alles, was synthetisch hergestellt ist. Weil da greift der Mensch mit seinem Denken ein, was zwar auch außergewöhnlich ist, aber es passieren immer wieder Fehler. Man kann auf die Langzeitfunktion in der Zelle nicht vorbereiten. Nee. Deswegen haben wir nichts anderes getan, als die Natur, soweit es möglich ist, zu kopieren. Dann sind die wertvollen Stoffe der Mangostanfrucht drinnen. Die Mangostanfrucht, es gibt über 100.000 Seiten klinische Studien, was die Mangostanfrucht im menschlichen Körper bewirken kann. Es sind 43 Xanthone wissenschaftlich erforscht. Alle 43 haben wir in diesem Produkt drinnen. Die Ärzte wissen zum Beispiel und die Wissenschaftler bis heute noch nicht, warum die Molekularstruktur der Xanthone immer gleich bleibt. Also ein normales Molekül ändert sich je nach Temperatur komplett. Mhm. Und ob 0 Grad oder 100 Grad, die Molekularstruktur der Xanthone ist immer ident. Man hat jetzt festgestellt, was das alles im menschlichen Organismus mit beeinflusst. Dann haben wir zusätzlich die Aloe Vera drinnen, über die braucht man, glaube ich, fast nichts mehr sagen. Die ist seit über 40 Jahren bei uns für die außergewöhnlichen positiven Effekte in unserem Organismus bekannt, für Entgiftung, für Reinigung, für viele, viele Bereiche. Dann haben wir den Grüntee drinnen, der wieder auch in vielen Bereichen sehr, sehr gut ist. Und dann alles zugeführt, was nach momentanem Wissen den menschlichen Körper unterstützen kann in seiner Vitalität. Also ich muss sagen, seit ich es nehme, merke ich deutlich, dass ich weniger esse. Ja. Das ist zwar qualitativ hochwertig, aber die Menge der Nahrung hat sich, ich möchte mal fast sagen, um 25% reduziert. Das konnte ich bei mir auch feststellen. Wenn ich jetzt 8 Jahre später das analysiere, bin ich fast nur mehr auf einen Drittel, was ich früher gegessen habe. Irre, und das kommt dann, der Ausspruch ist mir jetzt wieder klar geworden, wo man immer sagt, 2 Drittel von allem, was wir essen, essen wir nur, dass der Herr Doktor gut lebt. Das Füllmaterial, aber kein, der Körper Nahrung, ja. Kann nicht anders, weil wenn wir im Mangel sind, mein Unterbewusstsein sagt, mir fehlt Mineralien, verschiedenste Mineralien, Spurenelemente, Vitamine. Und der kann nicht sagen, Harry, mir fehlt das. Der drückt das durch möglichst viel Appetit, Guster und Hunger aus und vertraut auf meine Intelligenz, dass ich zum Richtigen greife. Oje. Da wird er ab und zu enttäuscht, weil wir essen nicht nach Intelligenz, sondern Geschmack, Guster, Lust und Gewohnheiten. Und die sind oft schlecht. Jetzt, je größer der Mangel ist, je mehr bin ich unter Zwang zu essen und größere Mengen esse ich. Sind alle Nährstoffe vollkommen abgesättigt, kommt kein Verlangen. Und ich esse nur, was ich wirklich brauche. Und das ist sehr wenig. Und das hat mir auch viel gebracht. Genau, wenn ich es von 2 Seiten mir anschaue, ist das eine ja, dieses Thema der Mineralstoffversorgung, was du gesagt hast, sieht man heute. Wir stellen fest, immer mehr Gewicht haben die Leute. In Deutschland, glaube ich, ist jeder 4. übergewichtig, in der Schweiz jeder 5. Wir haben festgestellt, dass bereits ein Drittel der 11-Jährigen zu Übergewicht neigt. Also wir laufen da in eine gefährliche Geschichte hinein. Warum ist das so? Mediziner, die dem folgen, was auch der Harry Meyer hier sagt, sagen immer häufiger, unser Körper wird zu wenig transportiert und zu wenig Qualität zugeführt. Er läuft, und jetzt hören Sie genau zu, liebe Zuschauer, in einer Hochzeit der Zivilisation in Europa laufen viele Körper im Notprogramm.
Und zwar nicht, weil wir nicht genügend haben. Wir haben nicht genügend Qualität. Die Masse unserer industriell hergestellten Nahrung entspricht nicht einer natürlichen, gesunden Nahrung. Und wie wir schon gehört haben, viele Stoffe sind enthalten, mit denen unser Körper gar nichts anfangen kann, beziehungsweise die er vielleicht durch Einzelstoffe nicht mehr verarbeiten kann. Und dann, was macht er? Er lagert ein, weil er Not hat. Er hat Not an Mangel, obwohl die Supermärkte voll sind. Sie essen auch genügend von der Menge her, aber nicht von der Qualität. Und jetzt gibt es das Problem, da der Körper Notprogramm fährt, scheidet er nicht aus, er lagert alles ein. Das heißt, Frauen kennen die Problemzone, Hüfte, Taille, Männer, Bauch und Brust. Und wenn Sie heute sich von 100 Übergewichtigen die Hälfte nehmen, können Sie bei mindestens 50% feststellen, dass die nicht zu viel essen, die essen nur falsch. Und deswegen gesund ernähren, und jetzt kommen wir noch auf den finanziellen Aspekt. Wenn Sie jetzt überlegen, dass sogar der Harry sagt, er hat 2/3 weniger Nahrung, heißt auch weniger Nahrung einkaufen. Und somit ist es auch nicht teurer, sich gesund zu ernähren. Nein, das eine Drittel sehr hochwertig, plus, wenn man dazu, habe ich am Monatsende das Gleiche ausgegeben, wie wenn ich 2/3 Müll mehr einverleibe und dann noch zusätzlich die Nahrungsergänzung. Und es wäre ja auch kontraproduktiv, schlechte Nahrung und eine gute Nahrungsergänzung zu nehmen, sollte man drüber nachdenken und vielleicht sich die Quellen nochmal überdenken, wo man seine Nahrung bezieht. Ich möchte auf einen anderen Punkt kommen, Calcium. Ist ja auch so ein Thema, was immer wieder in der Presse auftaucht. Osteoporose ist ja heute auch schon eine Volkskrankheit. Man gehört gar nicht mehr dazu, wenn man es nicht hat. Und so, da gibt es ja auch viele Irrtümer, die immer wieder nach draußen gegeben werden. Was ist deine Erfahrung? Osteoporose ist eine reine Mangelerscheinung, aber in dem Fall jetzt nicht von Calcium. Calcium ist in unserer Nahrung ausreichend enthalten. Bei mir zu Hause ist sogar im Wasser so viel Calcium, dass sich ab und zu das Bügeleisen, die Waschmaschine und die Kaffeemaschine beschweren. Nur ich habe zu wenig. Was wir zu wenig haben, sind die Spurenelemente, die Verstoffwechselung von Kalzium im Körper steuern, weil die leider in unseren Böden nicht mehr ausreichend enthalten sind. Jetzt nimmt sich der Körper das Kalzium, das er täglich zum Leben, jetzt lebensnotwendig braucht, von den Knochen als Depots. Und damit geht es jeden Tag minimal zurück. Und das nennt man dann Osteoporose und Alterungsprozess. Füge ich mir aber diese Spurenelemente täglich ausreichend zu, passiert Folgendes. Ich kann in der Nahrung das ausreichend vorhandene Kalzium wieder verstoffwechseln. Ich muss mir nichts mehr von den Knochen nehmen. Und 60 Billionen fleißiger Arbeiter, nämlich meine Zellen, können sogar wieder Rücklagen bilden. Das heißt, die Knochendichte steigt. Ich habe mit vielen Ärzten, die das jetzt gemessen haben, ich habe sogar mal ein Urteil gehabt von einem Arzt, der gesagt hat, das gibt es gar nichts. Das sei medizinisch gemessen jünger geworden und das ist gar nicht möglich. Zählen tut immer nur, was auch medizinisch gemessen werden kann. Mhm. Alles, wir sind keine Glaubensgemeinschaft, wir arbeiten nur mit Fakten. Ja. Deswegen habe ich alleine in Österreich über 400 Ärzte, die mit diesem Produkt arbeiten, weil sie alle diese Resultate im Labor und überall bewiesen haben. Das schönste Beispiel, was Osteoporose betrifft und Knochenheilung, habe ich an mir selbst erlebt. Was es wirklich heißt, wenn alle Spurenelemente täglich vorhanden sind. Ich habe als Radrennfahrer natürlich Erfahrung mit Knochenbrüchen. Es gehört einfach dazu. Ich habe mir dreimal das Schlüsselbein gebrochen, das erste Mal mit 17 Jahren. 3 Wochen später konnte ich beim schwersten Radbergrennen in Österreich, das Kitzbüheler Hornbergrennen, den 2. Platz erreichen. Voll belastet mit Einstimmung meiner Ärzte. 10 Jahre später habe ich mir es wieder gebrochen, da hat es beinahe 6 Wochen gedauert. Dann gehe ich zu meinem Arzt und sage, warum dauert es jetzt 6 Wochen? Ich bin ungeduldig. Sage, Harry, mit 17 warst du noch ein Kind, da heilen Knochen schneller. Je älter du wirst, je länger dauert es. Habe ich gesagt, gut, das akzeptiere ich. 7 Jahre später haben wir es noch einmal gebrochen, hat es wieder ein bisschen länger gedauert. Aber da habe ich nicht mehr gefragt, weil jetzt habe ich es ja schon gewusst. Und damals habe ich noch geglaubt, was Ärzte mir sagen. Interessant, vor 3 Jahren im Alter von 50 Jahren, ich bin in meinem Alter immer noch ein bisschen verrückt, bin ich mit einem Straßenmotorrad ein bisschen zu schnell im Gelände gefahren, habe dann einen Salto gemacht, dieses 220 Kilo Motorrad ist auf mich draufgeflogen, ich habe mir die linke Hand gebrochen, linken Fuß gebrochen und Achillessehne eingerissen. 6 Wochen später bin ich wieder Trampolin gesprungen, mein Arzt im UKH Graz hat gesagt, Herr Meier, hier bricht der Knöchel nie mehr. Habe ich gesagt, warum? Er hat gesagt, Sie haben eine so starke Kalziumbildung, Sie haben eine Knochenheilung von einem 15-Jährigen. Dann bin ich dort gesessen und habe gesagt, irgendwas stimmt mathematisch nicht. Mit 17 ist geheilt wie bei einem 17-Jährigen, mit 27 wie bei einem 27-Jährigen, mit 34 wie bei einem 34-Jährigen und mit 50 wie bei einem 15-Jährigen. Wo liegt der Fehler? Mir interessieren keine Fehler, ich will Lösungen. Ich habe daraus geschlossen, die Heilung meiner Knochen hat überhaupt nichts zu tun
was in meiner Geburtsurkunde für Datum steht, sondern das ist wieder nur ein Biochemieprozess von Neubildung von einem simplen Knochen. Ja. Und alles, was der braucht, ist Stoffe zur Neubildung. Lebe ich aber jeden Tag meines Lebens im Mangel von Spurenelemente, brauche ich jeden Tag meines Lebens ein paar Sekunden länger, bis der Knochen wieder heilt. Ist doch ganz einfach zu verstehen. Absolut logisch. Und ich kenne Menschen, die gehen mit 70, 80, haben sie schon Angst, Skifahren zu gehen, weil es könnten ja die Knochen brechen. Ja, das ist wirklich nicht sinnvoll. Lebensqualität da gleich null. Da ist besser, sich mit dem Leben, mit der Gesundheit des Lebens beschäftigen. Ich sage immer, der erste Schritt ist Wissen. Ja. Der zweite Schritt ist, dieses Wissen zu verstehen. Der dritte Schritt ist, das, was ich verstanden habe, auch täglich in mein Leben zu integrieren, dass ich einen persönlichen Vorteil daraus ziehe. Genau. Für Sie, liebe Zuschauer, um das alles noch einmal nachlesen zu können, haben wir zwei Dinge gemacht. Einmal unter unseren Gästen sehen Sie immer eingeblendet eine Website und eine Telefonnummer. Für alle die, die nicht über das Internet verfügen, die können sich über der Telefonnummer informieren und auch gegebenenfalls dort das Produkt ordern. Alle anderen, die Internetzugang haben, blenden wir mal kurz ein. Hier sehen wir die Website. Das können Sie erreichen, wenn Sie eingeben www.timetodo.wemma.eu, dann sind Sie auf der Webseite und können hier sich alle Produkte anschauen. Hier zum Beispiel haben Sie alle Informationen über das Produkt Wemma, die uns der Harry Meyer eben erklärt hat. Hier, für die, die es nicht kennen, ganz rechts die Mangostan, der Hauptbestandteil im Saft drin, die Erklärung über alles und viel Wissenswertes natürlich dazu. Und wenn wir oben auf das Thema Produkte gehen, dann können Sie sich auch über die anderen Produkte informieren. Wir hatten gerade eben gesprochen über das Thema des Energy Drinks. Die junge Generation steht auf diese Dinge. Sie haben gehört, ich nutze es auch zwischendrin. Es wird nicht der Hauptbestandteil meiner Ernährung, aber wenn noch zusätzlich ein bisschen Power gebraucht wird, dann ist es genau das Richtige. Und ein weiteres Produkt haben wir hier, dieses Produkt wird gerade im Moment lanciert. Vielleicht sagst du noch drei Sätze dazu, Harry? Na, das Swerf Bolt wurde entwickelt, einfach um noch cooler für die Jugend zu sein. Das Design hat in Amerika einen der größten Designerpreise gewonnen. Wir haben, ich glaube, mit dem Bolt, glaube ich, 5 oder 6 große Preise als bestes Produkt des Jahres in Amerika gewonnen. Es ist minimal noch mehr Koffein als Guarana drinnen, was die Jugend natürlich für den Aktivstatus sehr liebt. Was mir persönlich sehr gefällt ist, beim normalen Wurf habe ich Fructose drin, die auch sehr gesund ist. Und im Bolt habe ich den Birkenzucker drinnen, der überhaupt nicht mehr die Bauchspeicheldrüse belastet und auch von dieser Seite her auch für Diabetiker und auch Leute, die Anteil durch falsche Ernährung und Mangel, die immer mehr Allergien entstehen, zum Beispiel Fructoseallergie, wird immer größer. Im Wurf Bolt kein Problem, kann ich auch in dieser Richtung, weil wir wollen absolut jeden erreichen und jedem also helfen. Also natürliche Inhaltsstoffe plus genau. Koffein, wie ist das Koffein produziert? Ist das natürlich Guarana, entzogen? Aus natürlichem Guarana. Genau, dass es nicht in Stress bereitet den Körper, sondern optimal aufgenommen wird. Und wir bringen jetzt dann noch ein eigenes Wurf rauf, weil gerade die Jugend so anspricht. Wir empfehlen das Wurf, ist kein Problem, weil wie meine Kinder sind 10, 11 Jahre. Aber auch die Jugend, die in die Volksschule gehen, wollen das Wurf. Und jetzt machen wir dann ein eigenes Wurf, wo dann gar kein Koffein drinnen ist. Extra nur für die Jugend. Perfekt, perfekt. Dass wir einfach noch besser auch diese Zielgruppe. Jetzt nicht mal zur Thülei kommen. Thülei, Wemma war auch in deinem Leben nicht bekannt bis? Bis meine gute Freundin Karun mir das empfohlen hat oder mich darauf gehoben hat, weil ich selber instinktiv gefühlt habe, schon jahrelang, dass ich aus meiner Nahrung nicht genug bekomme und gewissen Stresssituationen nicht so gut gewachsen bin und so weiter. Und so bin ich im Grundsatz überhaupt auf Wemma gekommen. Was machst du beruflich? Bist du körperlich sehr angestrengt oder geistig? Oder wo? Geistig. Viel geistige Arbeit, viel sehr verkaufslastig. Repräsentanz, solche Sachen, also im Verlagswesen. Also immer fit sein im Kopf, immer da. Straight sein. Und immer 100%. Gehörte zu heute. Ja, das ist wahr. Und was hat sich so, wie lange nimmst du es jetzt? Jetzt seit 5 Monaten. Was hat sich in den 5 Monaten getan im Verhältnis zu vorher? Ich habe festgestellt, dass ich mit weniger Schlaf auskomme. Also ich muss tatsächlich weniger schlafen, brauche weniger Schlaf. Ich bin sehr viel stressbeständiger. Selbst wenn ich tatsächlich eine Nacht gehabt habe, die zerrissen war, 2, 3 Stunden, aus welchen Gründen auch immer, kann ich in voller Präsenz meine
meinen Aufgaben nachkommen und Informationen nach wie vor zu 100% verarbeiten und auch weitergeben und mich dabei immer noch gut fühlen. Das ist ein interessantes Phänomen. Das Schönste und der größte Effekt für mich ist bis dato wirklich, dass es mich glücklich macht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es mich von innen heraus aufbaut und noch mehr, noch glücklicher macht. Also ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, aber jetzt wird es noch mehr, noch positiver, noch strahlender. Das ist ja genau. Es ist zwar eine subjektive Empfindung, klar, jeder Mensch empfindet in seinem Spektrum, klar. Aber ich sage ja immer, das hört sich ja an wie eine Glücksdroge. Ne? Wenn man auch noch den Effekt liefert, dass die Menschen glücklich sind, gibt es nichts dagegen zu sagen. Dankeschön, toller. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema eines anderen Produktes kommen. Es gibt ja noch ein Produkt und da sind wir bei dem Thema, wo ich vorhin war, durch das Übergewicht, was viele kriegen, weil sie sich einfach falsch ernähren. Übergewicht ist ja im Moment auch ein Hauptthema. Wie gesagt, Schulen fangen jetzt an, jetzt haben wir erst die Raucherkampagnen alle erlebt und jetzt soll es plötzlich mit dem Fett so weitergehen. Ich sage, würden die mal einfach die Inhaltsstoffe unserer Nahrung sich vornehmen und würden da gescheites Zeug reintun, bräuchten wir das alles nicht. Aber es ist so, aha, unser Wachhund ist wieder da, dass keiner uns das gute Produkt nimmt. jetzt gibt es ein weiteres Produkt, das heißt Body. Body. Mit E hinten, aber als englische Version gesprochen, Body. Was ist die Zielsetzung von diesem Produkt? Für wen ist das Produkt gemacht? Wir haben festgestellt, dass nur 3% der Menschen wirklich an Gesundheit interessiert sind und auch bereit sind, etwas zu verändern, um die Gesundheit zu erhalten. 90% aller Menschen wollen schöner sein. Und wir wollen diese Gruppe natürlich ansprechen und ihnen indirekt natürlich die Gesundheit zu geben. Weil kaum jemand ist zufrieden komplett mit seiner Figur. Sondern schaut, oh, hier vielleicht ein klein bisschen oder etwas. Das Body-Programm wurde von der Firma Wima zusammen mit Chris Powell entwickelt. Chris Powell ist der absolute Abnehmguru von Amerika. Mhm. Im Moment der höchst bezahlte Fernsehsprecher Amerikas, war seine Abnehm-Shows haben die meisten Einschaltquoten. Mhm. Er hat Menschen von über 300 Kilo auf Normalgewicht gebracht. Wow. Und er sagt, beim Abnehmen gehört ein Konzept. Das Konzept bedeutet einmal natürlich bewusste Lebensführung, hochwertige Nahrung und dann die Nährstoffe voll hochfahren, die Eiweiße hochfahren und spezielle Stoffe, die die Leber unterstützen, die Giftstoffe aus den Fetten auszuleiten, weil erst dann kann ich langfristig Gewicht verlieren. Ich kann Fett erst abbauen, weil der Körper behält das Fett, weil er sonst zu überfordert ist mit den Giftstoffen. Jetzt muss ich zuerst die Giftstoffe abbauen und erst dann kann ich Fett abbauen. Gleichzeitig brauche ich hochwertige Eiweiße, um die Muskulatur zu halten und aufzubauen und meine Energielevel zu halten, um überhaupt die Bewegung machen zu können, die notwendig ist, dass ich abnehmen kann und auch eine gestärkte Muskulatur. Also es war jetzt allein schon eine irre Kombination von Prozessen, die da ablaufen genau. müssen, dass der Körper optimal versorgt ist und erhält genau. er auch sein optimales und Gewicht. Dass ich diesen Prozess und das alles schaffe, brauche ich wieder die Nährstoffe, um die Energie zu haben. Und das ist jetzt eine Kombination aus diesem Wissen. Jeder, der die Bodykur macht, bekommt auch das komplette Beratungsprogramm von Chris Powell gratis dazu. Er kann das mit einer App runterladen und kriegt jedes Mal vor dem Essen eine Message, was ihm jetzt empfohlen wird. Die Ernährung ist auch nicht so schwierig, weil 2 Tage weniger Kohlenhydrate, 1 Tag normal Kohlenhydrate, wieder 2 Tage wenig. Einen Tag darf ich essen, was ich will, weil das Glücklichsein in jeder Kur wichtig ist. Ich habe in Graz eine Frau, eine 70-Jährige, die hat 16 Kilo abgenommen mit dem Programm. Die hat zu mir gesagt, Harry, das ist doch eine super Diät. Da kann ich einen Eierspeis mit Schinken und Kernel essen und das heißt immer noch Diät. Ich esse nicht schlecht, Zeitraum ich esse nur anders. Abgenommen? Sie hat das abgenommen in 3 Monate. Wow. Und sie hält das auch und sie hat Energie. Und das ist das Entscheidende. Wichtig ist ja das Glücklichsein. Viele dieser genau. Diäten, ich sage, wenn ich dann manchmal höre, was die Leute nur essen dürfen, oder und dann müssen sie dann alles nur roh, sagt der eine oder andere, sagt das nur und das überhaupt nicht mehr. Und jeder kommt mit einer anderen Diät. Ich glaube, ich habe letztes Mal geschaut, 72 verschiedene Diäten sind im Moment populär. 72 ja. verschiedene. Ich sage, aber gibt es 72 verschiedene Organismen? Also für mich hat der Mensch immer die gleichen Thematiken. Sie können gar nicht funktionieren, weil Fakt ist, die Person war schon im hochgradigen Mangel, sonst hätte sie gar nie so viel gegessen. Absolut. Durch die Diät geht sie in einen noch größeren Mangel. Dadurch fühlt sie sich geschwächt,
müde, lust- und antriebslos. Das Unterbewusstsein wartet, wann hörst du endlich mit diesem Blödsinn auf? Mhm. Und dann nach 3, 6 oder 8 Monaten ist die Disziplin vorbei, egal was ich erreicht habe, nachher wird wieder richtig gegessen. Deswegen sagt Chris Powell, das Entscheidende ist, die Nährstoffe, die Eiweiße voll hochzufahren, die Qualität der Nahrung, was ich esse, natürlich zu verbessern und gesunden Sport zu machen. Dann ist der Erfolg garantiert und bleibt auch. Und in diesem Prodi-Programm haben wir das komplett drinnen und können jetzt dieser Zielgruppe helfen. Und was mich am meisten überrascht hat, über 10.000 Leute, die diese Kur jetzt durchgemacht haben und viele hundert Frauen haben sich bei mir bedankt und gesagt, Harry, ich hätte das nie geglaubt. Zellulitis, Orangenhaut, komplett weg. Zellulitis, Orangenhaut ist eine reine Mangelerscheinung. Absolut. Und wenn mit Nährstoffen gearbeitet wird, wenn gesund gegessen wird, wenn gesund bewegt wird, ist die weg. Eine Frau hat zu mir gesagt, Harry, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich in den letzten Wochen meine Hosen runterlassen musste, weil meine Freundinnen haben mir das nicht geglaubt. 12 Zentimeter an den Oberschenkeln weg und perfektes Hautbild. Und das ist natürlich schön. Genau, das ist ja das Thema. Bei Frauen ist ja nicht mal einmal das Figurthema, sondern grundsätzlich Schönheit. Und zur körperlichen Schönheit gehört natürlich auch glatte Haut zu haben. Das gehört dazu. Und wenn du dann natürlich, wie gesagt, aus Mangel heraus, weil Nährstoffe nicht da sind und natürlich auch immer wieder komme ich dazu, Wasser. Ja. Ist Wasser da? Sind genug negative Ionen da? Gibt es zum Beispiel keine Geldrollenbildung, die mitverantwortlich ist? Plus die Nährstoffmängel, also ein ganzes Band. Wir schauen uns noch mal kurz die Website an, für alle die, die sich informieren wollen. Hier oben links sehen Sie, steht Body, das Produkt. Und da kriegen Sie dann alle Informationen darüber. Hier steht der Plan, die Erfolgsgeschichte, Trainer und so weiter und so weiter. Das legen Sie los, lassen Sie sich inspirieren, lassen Sie sich belohnen und alle weiteren Informationen, wie gesagt, auf der Website und wenn Sie dann das Produkt erwerben wollen, gehen Sie einfach hier drauf und schon können Sie das selbst bestellen. Und Sie haben gehört, was der Harry Meyer gesagt hat, die Information, das Programm dazu bekommen Sie kostenlos dazu, wenn Sie auf dieses Abnehmenprogramm sich einlassen. Ich sage immer, wenn jemand sich entscheidet, das Bodyprogramm zu machen, wenn sich jemand entscheidet für einen vitalen, schönen, sportlichen Körper, dann soll er wirklich auch bereit sein, 3 bis 6 Monate das ernst zu nehmen. Mhm. Verstehst? Es gibt keine Vitalität, Gesundheit allein zum Kaufen. Es muss auch meine Bereitschaft dabei sein. Ich sage immer, die Nährstoffversorgung ist, brauche ich nur reinlernen. Sie wirkt bei jedem, wie wir vorher gesagt haben, auch bei den Rindviechern gleich. Mhm. Beim Bodyprogramm muss ich bereit sein, diese 3 bis 6 Monate auch wenig selbst zu tun. Aber schon nach wenigen Wochen werde ich sehen, wie leicht mir das fällt, weil ich viel mehr Energie habe. Und das Bodyprogramm ist nicht nur für Übergewichtige, sondern ich habe jetzt viele Sportler, die sagen, eine Sensation. Der Energiegewinn ist enorm. Ich habe es dann probiert, also ich konnte nicht wirklich sagen, dass ich zu schwer bin. Also ihr wisst, diese 3 mm zu viel an der Hautfalte haben wir, weil wenn du nicht kritisch bist, wirst du nie halten. Ja, das ist ein absolut. Prinzip, indem du einmal zufrieden bist, geht es abwärts. Und dann habe ich gedacht, ich teste das. Und ich habe dann nach 3 Monaten, ich habe 1 Kilo verloren, also ich bin von 74 auf 73 Kilo, was ich aber festgestellt habe, enorm mehr Energie. Dann habe ich eine Zellstatusmessung in einem Schweizer Ernährungsinstitut machen lassen. Und auch vorher und dann nachher, weil ich will alles wissenschaftlich haben. Und die haben gesagt, Harry, du hast 5 Kilo Fett verloren und den Rest Muskulatur gewonnen. Und ich habe das erste Mal festgestellt, mit über 50 wieder den Muskeltonus erhöht, ein Sixpack, wie ich früher vor 20 Jahren hatte. Und ich dachte, das ist sensationell. Ich habe das Training wirklich, leicht erhöht, aber nicht vom Willen. Ich habe einfach mehr Energie gehabt und irgendwas habe ich mit der Energie ja machen müssen. Da habe ich ein bisschen trainiert. Und wenn ich nur beim Sitzen ab und zu die Füße vom Boden weghebe, die Bauchmuskeln wachsen. Training ist einfach. Wir müssen nicht Tonnen in einem Fitnessstudio bewegen. Wir müssen unsere Muskulatur in Spannung halten. Und das kann ich sogar jetzt, wenn ich hier sitze, kann ich trainieren. Mhm. Und dann fühlt sich der Körper wohl. Aber ich brauche die Stoffe, dass alles optimal arbeitet. Mir war nie bewusst, wie wichtig die Proteine sind. Weil Protein heißt ins Deutsche übersetzt höchste Priorität. Es gibt keine Zellteilung ohne Aminosäuren. Okay. Mhm. Das heißt, auch Profisportler, wenn man früher gedacht hat, ich esse ja 6.000, 9.000 Kalorien jeden Tag, ich brauche keine Aminosäuren. Was das Problem, was viele Menschen haben, dass wir nur eingeschränkte Aminosäureketten abdecken. Und deswegen wieder im Mangel sind und wieder fehlerhafte Zellen entstehen. Und die schwächen wieder meinen Organismus. Und da habe ich gesehen, dass ich hier noch einmal einen gewaltigen Gewinn hatte, einfach
Vitalität, Lebensfreude. Jetzt trainiere ich für einen Marathon, weil ich muss irgendwas mit meiner Energie tun. Und das wäre mir vorher gar nicht in den Gedanken gekommen. Und deswegen sage ich, das Produkt ist es wert, auch mit integriert zu werden. Also es muss noch irgendwas anderes drin sein, ne? Wenn so alte Männer plötzlich anfangen, wieder verrückt zu werden, nein, Marathon laufen wollen oder so, Drogen drin oder so. Zu dieser Anspielung jetzt möchte ich gerne etwas sagen. Einige Frauen haben mir gesagt, sie kaufen es jetzt für ihre Männer. Ah, okay, das wollen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Jetzt möchte ich noch was kurz zeigen, wir haben noch 2 Minuten. Du hast hier eine DVD gemacht. Ja. Eine DVD gemacht? CD jetzt. CD gemacht? DVD was ist später. Der Inhalt? Der Inhalt ist einfach das Grundwissen, warum eine Nährstoffversorgung sinnvoll ist. Das Grundwissen, einige Dinge von was wir ins Leben integrieren, um mehr Vitalität und Lebensfreude zu haben. In einigen österreichischen Ärztepraxen läuft die sogar permanent im Warteraum, weil das einfach einmal eine Grundinformation ist. Hier geht es um kein Produkt auf dieser CD, sondern rein eine noch mehr Power fürs Leben, was jeder für sich in sein Leben integrieren kann, um mehr Leistungsfähigkeit zu haben. Und ich sage, ein leichter Kick in den Hintern, den Wert für den eigenen Körper zu bekommen. Weil das Wichtigste ist, wenn mein Körper nicht wertvoll ist, dann habe ich keinen Grund dafür, etwas zu tun. Und wir haben festgestellt, dass Leute ihre Autos mehr lieben als ihr eigenes Vehikel, was sie durchs Leben fährt. Und ich sage immer, bevor du nicht deinen Körper liebst, bist du auch nicht bereit, langfristig etwas dafür zu tun, dass er dir gut erhalten bleibt. Und darüber geht es in dieser CD. Wunderbar. Liebe Zuschauer, wenn Sie diese CD haben möchten, gehen Sie auf die Seite timetodo.ch unter dem Thema Shoppinglist oder im Shop finden Sie sie, können Sie dort bestellen, hören Sie sich an, was Harry Meyer zu sagen hat und er argumentiert und definiert die Dinge sehr, sehr genau, bringt es auf den Punkt. Und wer wünscht sich nicht mehr Power fürs Leben? Denn wir wissen, unsere Zeiten werden nicht einfacher, nein, sie werden immer komplizierter. Jeder steht unter Stress, jeder hat einen Leistungsdruck und da können Sie sich informieren, wie Sie dem entgehen können und wieder viel mehr Zufriedenheit in Ihr Leben bringen. Mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank, dass du da warst, besonders an dich, Harry, ganz vielen Dank, Tolai, Karuna, ganz herzlichen Dank, dass ihr den Zuschauern gesagt habt, wie ihr euch fühlt. Für Sie zu Hause soll es wieder eine weitere Information sein, um sich selbst zu powern, um sich selbst so zu machen, dass man jeden Morgen lächelt, wenn man aufsteht. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.